Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen. Warten Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna tell him that. Es wird 1-3, Kenntnis für Entführung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Over. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts! Willkommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Ich mach hier nur meine Arbeit. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Los! Wir gehen hier gerade die Nackenhaare hoch. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Was war das denn? Jemand soll dem Rollkommando sagen, er soll die Munitionslager weiter wegfußen.
Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße, viel freies Feld. Warte, der Kopf war zurück. Warte, bis er vorbei ist. Er ist weg. Geh zu zweit rüber. Black, du und Metkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Kein einziger Zivilist. Mir gefällt das. Scharfschütze! Werf raus, Granate! Unser erlebt er! Hey, geh in Deckung! Schafft ihn rein! Los, los! Dann los! Der Sniper ist noch da! Ziel auf! Unten bleiben! Zum Henker sind die hergekommen! Feuert weiter! Steh unter Beschuss! 12 Uhr! Ich schieße! Da kommen sie! Schaltet diesen Scheißkerl aus! Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut, okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stopp! Von den verkackten Autos weg! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Fackelt alle das scheiß Gebäude ab! Black, zu mir! Ziele beim Gebäude! Ende vom Panzer! Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn, da vorn! Komm über die Mauer! Weg! Kontakt! Schnell da rein, los, los! Wir übernehmen. Hey, komm mal. Kannst du das spüren? Okay, dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Augen offen halten. Scheiße. Zu ungeschützt. Wir müssen uns von Deckung zu Deckung verlassen. Bleibt nicht von den Fenstern. Es waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Gesichert. Gesichert. Gehen wir. Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Das Hotel. Ich glaube, es ist das Hotel.
Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los! Okay, unterwegs. Und los. Los. Okay, unterwegs. Und los. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum Rand. Und sobald er den Kopf raussteckt, pusten wir ihn weg. Verstanden. An die Wand. Warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Scheiße. Einfach weitergehen. Okay. Okay, da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Gib's Black. Unsere Deckung verabschiedet sich.